Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Immer noch auf dem Weg hier mit Yennefer zum bösen, bösen Monsterviech. Freyas Garten sollen wir finden, mit Feigling sprechen. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist, wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht, aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Ja. Auf jeden Fall weiß sie, was sie will. So, hier sieht es auf jeden Fall gut aus. Das ist der Eingang zum Garten. Sieh einer an. Das muss Morgwart sein. Morgwart? Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ein Werwolf. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Alles klar. Guter Plan, das ist der Baum. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Ich hätte Einwände erwartet. Ach komm, nee. Lassen wir sie mal zufrieden. Gut. Dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Nur dafür komm brauchst schon. Du mich? War ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich. Punkt. Besser? Besser. Ich finde, die beiden sind doch lustig zusammen eigentlich. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Das hier sieht aus wie eine Leiter. Führen. Okay, hier runter. Wo geht's denn weiter? Hallo? Ging das nicht hier runter? Ist ja voll Arsch. Hier sind doch Spuren. Die nach da unten gehen, oder nicht? Aber unten geht die Spur nicht weiter. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Der ist hier runter. Aber warum geht das Blut nicht hier unten weiter? Hallo? Komm her, du blöder Köter. Also wenn ich da hinten nicht die Spur sehe, dann geht's nicht weiter einfach. Vielleicht ist der ja auch hier hochgelatscht. Und dann zum Baum und dann woanders hin oder so. Würde aber auch keinen Sinn machen. Ich finde, es geht nur da lang. Haben wir hier was auf der Seite noch? Jetzt sind da unten Spuren. Willst du mich eigentlich verarschen? Die waren eben nicht hier.
Hässlicher Bastard. Ist doch nur ein Hund. Hm. Das sind die Spuren vom Wolf jetzt. Die vermischen sich hier. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Hey, hey, hey. Nicht von hinten. Hey, hey, hey. Doppelbeißen hier. Gut, dass ich noch Kuhmilch dabei habe. Immer sehr gesund. Trinkt mehr Kuhmilch, Leute. Na? Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Okay, er ist vor dem Werwolf geflüchtet. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Selbstverständlich muss ich außenrum. Kann ich da durch? Was haben wir denn hier? Hier nicht. Da ist keine weitere Tür. Kann ich hier durch? Ja. Hat das Ding einen... Kann ich da rauf? Nein. Hier ist Blut. Ja, das gehört aber nichts mit zur Quest. Hat das Ding hier keinen Hinterausgang? Alles abgeschlossen. Oben geht's auch nicht weiter. Das zeigt mir hier lang. Aber hier komme ich doch... Da kann ich nicht hochklettern. Hier komme ich auch nicht durch. Hm. Versuche ich mal ganz außen zu gehen. Ah, hier sind Spuren. Interessant. Das sind doch wieder die alten Spuren. Da ist, glaube ich, im Kreis. Ja. Ich gehe einfach mal hier lang. So. Hier komme ich hoch. Sehr schön. Und dann komme ich doch hier von hinten ran. Das müsste doch eigentlich klappen. Ja, ja, ja. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Eine Schleuse? Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Okay. Ist was passiert? Da muss ich jetzt durch. Fährt er doch hoch. Ah, muss wieder genau hier sein. Ist ja ein schöner Garten hier von der Freya, ne? Okay, die Hütte, oder? Nee. Irgendwo hier? Ich schau mich nochmal genau hier um. Hier ist die Spur. Das ist die Tür, die er zugeschlossen hat. Das Blut des Feiglings. Kann ich die von dieser Seite öffnen? Das würde mir den Rückweg ersparen eigentlich. Nö. Wow, nicht darunter. Er ist hier runter. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Springe in den Brunnen. Okay. Wurzeln. Bin ich direkt unter Jen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Alles klar. Machen wir wieder einen auf Höhlenforscher hier.
Hey, Vorsicht. Der Schlüssel. Keine von Freyas Priesterinnen. Keine Spuren von Gewalt. Muss verhungert sein. Vor einer ganzen Weile. Hat sich wohl versteckt, als Morgwag in den Garten kam. Ein Schlüssel könnte noch nützlich werden. Könnte noch nützlich werden, ja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier sind wieder auf jeden Fall viele Spuren. Das Blut des Feiglings. Nicht nur da, auch hier. Das Blut des Feiglings. Ja. Warte mal, die Spuren führen aber da lang. Schlüssel wird benötigt. Ach, ich habe doch eben Schlüssel gekriegt. Diese Spuren müssten mich zum Feigling führen. Oder zu seiner Leiche. Aber hier ist wieder zu. Manu. Ich kann aber hier raufklettern. Kann ich hier durch? Jetzt bin ich ja wieder hier. Das ist doch... Wieso bin ich jetzt wieder hier? Schlüssel wird benötigt. Ich habe ja einen Schlüssel gefunden. Ich muss jetzt finden, für welche Tür der jetzt ist. So, hier bin ich hingekommen wegen dem Brunnen. Ich folge der Spur jetzt nochmal in diese Richtung. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Rohes Fleisch, danke. Hier wird auch ein Schlüssel drin und ich will. Das kann doch irgendwie nicht stimmen hier, das Ganze. Hier ist wieder Yen. Jetzt bin ich hier wieder komplett am Anfang. Hätte ich noch gar nicht aus der Höhle rausgehen dürfen. Wo ist denn da der Eingang mal wieder gewesen? Wo bin ich denn hochgekommen? Hier ist noch eine Tür. Da ist es. Hier war ich noch nicht. Da sind noch diese Krallen noch an der Tür. Da war ich noch nicht drin. Ah. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Da ist doch der Feigling. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Wozu das denn? Ich schätze, du hast einen Plan. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Ach so. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Sieh, ich mag so Sarkasmus. Ich will dich jemandem vorstellen. Sarkasmus ist lustig. Muss man auch mal ein bisschen sein, ne? Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen. Auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Schwarzmagie ist kein Jux. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Ach, wird schon gut gehen, glaube ich. Brauchst du noch was für den Zauber? Brauchst du noch etwas für den Zauber?
Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Ich denke nur an die Folgen schon. Aber um Ciri zu finden, ist das bestimmt eine gute Hilfe. Und hat er nicht noch davor gesagt, für manche Menschen würde er alles tun? Von daher, geh an die Arbeit! Tut mir leid, dich mit meinen Zweifeln zu belästigen. Bitte, Geralt. Wenn du bitte sagst, ist es nie eine Bitte, sondern immer ein Befehl. Aber machen wir weiter. An die Arbeit. Selene, Tefren! Selene, Davida! Von Lofoten. Nein, ich habe keinen Namen. Fjall. Ein sprechender Zombie. Wir suchen nach Ciri. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ein weißer Ladebildschirm. Der Zombie erzählt uns jetzt wieder eine weitere Ciri-Geschichte, so wie es aussieht. Sehr schön. Wie skurril, ey. Ein sprechender Zombie. Schwarze Magie und so. Namenlos. Feigling. Schlammkrabbe. Das Portal. Der Elfenmagier. Trotz nicht. Hilf mir! Hilf uns beiden! Der Begleiter war also wirklich der Elfenmagier. Ciri. Cirael, hörst du mich? Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Mhm. Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich? Was?
Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Und wo ist mein Begleiter hin? Und wo ist er? Mein Freund? Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein. Er will nur nicht, dass andere es sehen. Okay. War ich lange bewusstlos? Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt. Zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Hässlich? Was soll das denn heißen? Hast du mich ausgezogen? Wie bitte? Du hast mich ausgezogen? Was sollte ich machen? Du warst doch völlig durchnässt. Außerdem musste ich nachsehen, ob du verletzt bist. Hm? Und ob meine Brüste mit Fuchsteig eingeschmiert werden müssen? Nicht doch. Das waren meine Mutter und meine Schwester. Ich würde nie wagen. Ich schwör's. Bei meiner Ehre. Schon gut. Ich glaub's dir. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjal kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten, aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack, nichts zu danken. Komm jetzt, Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. Okay, wir sind wieder in einer weiteren Ciri-Geschichte. Die Ruhe vor dem Sturm. Folge Astrid in die Sauna, Leute. Also, in der nächsten Folge sehen wir Ciri in der Sauna. Guck mal, wenn sie kein Oberteil anhat, sieht die Hose noch viel knackiger aus. Ne? Schön geschnittene Verarbeitung der Hose. Toll, von hinten. Ja, es geht spannend weiter mit The Witcher 3. Und wir erfahren, was Ciri hier noch erlebt hat. Das müsste jetzt aber das Dorf sein, was von der wilden Jagd angegriffen wurde. Deswegen wahrscheinlich auch die Ruhe vor dem Sturm. Da bin ich mal gespannt, ob wir da noch was zu sehen bekommen. Also Leute, es geht in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn euch das Let's Play noch gefällt, immer gerne einen Daumen nach oben drücken. Ich freue mich darüber immer. Und ja, bis zur nächsten Folge von The Witcher 3 mit Ciri in der Sauna. Ciao, ciao.